Schönen guten Tag. Ja, Taron habe ich ja schon vor 2-3 Jahren immer gesagt, für mich das größte Talent, was wir in den letzten Jahrzehnten gehabt haben. Und jetzt am Samstag ist es soweit, da muss er sich beweisen. Ich bin schon lange nicht mehr vor einer Veranstaltung so angespannt gewesen wie dieses Mal. Normalerweise reise ich halt am Donnerstag oder Freitag an und Kalle sitzt dann hier alleine. Diesmal habe ich es nicht ausgehalten, schon am Montag angereist und eben versuche dabei zu sein, um meine Nerven ein bisschen zu beruhigen. Der Kampf wird schwer für ihn, denn wir alle haben Giovanni gesehen und gedenkt nicht nur an den Giovanni Carolis, der gegen Arthur Abraham geboxt hat. Denn wenn man ihn verfolgt hat und seine letzten 6-7 Kämpfe im Internet sich mal anguckt, da sieht man, dass er seinen Stil verändert hat, seine ganze Verhaltensweise verändert hat. Und er hat das ja auch in den letzten beiden Kämpfen gegen Wilson Feigenbutz zu unserem Leidwesen unter Beweis gestellt. Also es wird für Taron eine ganz, ganz schwere Aufgabe, aber wenn er dann durchkommt, dann kann man sagen, dann haben wir wieder richtig einen, auf den sich die Zuschauer hier in Deutschland freuen dürfen.